Mein Name ist Lutz Schnell, ich bin Schauspieler und Synchronsprecher aus Berlin. Ich sag dir was, wenn ich stockbesoffen bin, irgendwo im Dreck liege, dann erwarte ich, dass du mich aufliest. Ich habe keine Lust, besoffen im Dreck zu sterben. Wenn ich irgendwem Geld schulde, erwarte ich, dass du für mich gerade stehst. Wie bist du zum Synchron gekommen? Als Kind. Wir zogen 1969 vom Land in Niedersachsen nach Hamburg. Und da die ganze Familie aus Schauspielern bestand, wurde ich gleich bei irgendeiner Agentur angemeldet oder mehreren. Wobei damals gab es solche Agenturen wie heute noch gar nicht. Aber bei BFF und, ZBF hieß das damals. Und habe dann auch schon gleich mit 10, 11 Jahren das erste Mal Theater gespielt und dann auch schon etwa im selben Zeitraum synchronisiert. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Na, größer war denn die Serie Black Beauty als der Sohn halt. Aber meine erste Rolle überhaupt, das war eine Nachsynchronisation mit Inge Meißel. Daran erinnere ich mich noch sehr gut, ja. Habt ihr da zusammen im Studio gestanden? Ja, damals ging es ja gar nicht anders. Wie hat sich die Synchronarbeit im Laufe der Jahre verändert? Oh, extrem. Das hat mit früher fast so gut wie gar nichts mehr zu tun. Früher war viel mehr technisches Personal. Wir haben früher richtig Filmschleifen gehabt. Das heißt, es gab einen Vorführer, der oben im ersten Stock saß und die Takes vorgeführt hat. Es gab einen riesen Regieraum mit Tonmeister, Tonassistent, Regisseur, manchmal auch Regieassistent noch, in großen Ateliers, die 5 Meter hoch waren, wo man auch gleich Räume gezogen hat, also mit mehreren Mikros. Also das lässt sich überhaupt nicht mehr vergleichen. Und natürlich wesentlich weniger Programm am Tag. Wie läuft die Film- und Seriensynchronisation heute ab? Naja, zwischen Film und Serie ist schon nochmal ein Unterschied. Also bei normalen Kinofilmen wird sich schon mehr Zeit gelassen und man arbeitet genauer. Es ist wesentlich weniger Programm auf der Dispo. Und bei Serien hat das doch schon zum Teil wirklich mit Fließbandarbeit zu tun. Das geht ratzfatz weg. Jeder steht allein vor dem Mikro. Das betrifft beide Arten. Man hört seinen Partner überhaupt nicht mehr. Wenn man Glück hat, dann sieht man bei Kinofilmen auch was. Aber eher selten. Es ist mittlerweile alles mit irgendwelchen Schriften durchzogen, Copyright-Anmerkungen, Timecode-Zahlen, dann unter Umständen sogar noch, ich habe den Fachausdruck dafür vergessen, wo da nur noch ein kleines Loch offen ist, wo man da was durchsehen kann und der Rest ist schwarz, also man sieht so gut wie gar nichts. Gab es ältere Kollegen, von denen du gelernt hast? Oh ja, ganz viele, ganz viele. Ich habe noch Leute kennenlernen dürfen wie Martin Held, Hans Hässling, Hans Petsch, diverse, Klaus Schwarzkopf. Das war schon eine spannende Riege damals. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Oliver Platt? Wie meistens. Ich habe in irgendeiner kleinen Rolle mal gesprochen und dann tauchte er wieder irgendwo größer auf und dann habe ich ihn halt auch gesprochen. Was macht sein Spiel aus? Bei ihm hat man manchmal das Gefühl, er improvisiert ganz gern mal und ist so der Spaßvogel da. Ich weiß nicht, die erste größere Serie mit ihm, das war Haff, Reif für die Insel. Da hat er dann auch noch so einen Rechtsanwalt gespielt, der alles genommen hat, Drogen, Alkohol und völlig durchgeknallt war. So ein bisschen wirkt er so auch. Deine Lieblingsrolle mit Oliver Platt? Das war schon haftfrei für die Insel. Das war schon, weil es war so abstrus, das war einfach lustig. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Eddie Mawson? Ja, auch so. Ich habe den mal gesprochen in einer kleinen Rolle in diesem, ach Gott, wie heißt der Film, Hancock. Da hat er nicht viel gehabt und da habe ich ihn auch gar nicht so wahrgenommen. Das war halt irgendein Schauspieler. Und dann das erste Mal, wo ich ihn dann richtig wahrgenommen habe, war dann eben bei Happy Go Lucky, das ein zauberhafter Film ist und wo er auch richtig vom Leder gezogen hat. Das war schon eine lustige Sache, ja. Was schätzt du an seinem Spiel?
Er ist einer der ganz wenigen Schauspieler, die mit minimalstem Aufwand Emotionen darstellen kann. Man sieht's eigentlich gar nicht, dass er was spielt. Er kann eine Situation schaffen durch einen einzigen Blick, das ist schwer zu beschreiben. Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, für das du oft besetzt wirst? Nein, eigentlich nicht. Was ich immer ganz gern mache, sind so die etwas korpulenteren, unfreundlichen, polternden, eindimensionalen Typen. Deswegen, ja gut, die spreche ich dann auch etwas häufiger, ja. Wurdest du schon mal an deiner Stimme erkannt? Nee, komischerweise nicht so häufig. Nee, im Krankenhaus einmal, ja. Aber ansonsten noch nicht, nee. In Breaking Bad warst du die Stimme von Dean Norris als Hank Schrader. Erzähl mal von den Aufnahmen zur Serie. Ja, Gott, das war wie bei vielen solchen Sachen. Ich wusste gar nicht, worum es geht. Beim ersten Termin kommt man hin. Er hat gleich gesehen, das ist ein bisschen was Ordentlicheres. Schon anhand der Kameraführung, des Schnitts und so, da sieht man ja schon, das ist was Besseres. Am Anfang habe ich mich immer gefragt, was will der Regisseur von mir, weil ich das immer alles ein bisschen anders gesehen habe. Und erst im Nachhinein, als ich mir den Spaß mal angeguckt habe, muss ich dann zugestehen, ja, er hatte völlig recht. Das war schon richtig so, was er gemacht hat. Warst du selbst Fan der Serie? Ja, im Nachhinein dann, ja. Ich habe es aber erst gesehen, nachdem alles fertig war. Auch Paul Giamatti sprichst du oft, zum Beispiel in Straight Outta Compton als Manager von NWA. Wie waren die Aufnahmen zum Film? Oh Gott, ja, die waren chaotisch. Aber ansonsten, ja, alles wie immer. War insofern nur chaotisch, weil terminliche Schwierigkeiten da waren. Aber was wir dann gemacht haben, wir haben dann hinterher mal ein sogenanntes Screening gemacht. Das heißt, als der Film fertig war, haben wir uns alle getroffen und dann in der Mischung der BSG den ganzen Film einmal in der Endfassung gesehen. Das fand ich schon recht spannend. Was macht Paul Giamattis Spiel aus? Im Prinzip das Gleiche wie Eddie Marson. Er ist einer dieser Typen, die mit wenig Aufwand sehr viel darstellen können, die sehr natürlich wirken, nicht übertrieben, eher einer von den leisen Typen. Schaust du dir oft Sachen an, in denen du gesprochen hast? Na, das eine oder andere kontrolliere ich denn auch mal. Also mich kontrolliere ich denn schon mal. Aber im Regelfall eigentlich eher nicht. Welchen deiner Schauspieler synchronisierst du am liebsten? Eddie Marson. Warum? Ja, wie schon gesagt, er hat so eine dezente Art des Spiels, so ein Unterspielen. Wobei die schönsten Filme mit ihm, die kennt kaum jemand. Die laufen so unterm Radar. Mein Lieblingsfilm von ihm war Still Life. Worum geht's? Kennt keiner. Ja, da spielt er so einen Beamten, der Angehörige von Toten für die Beerdigung suchen muss, die dann dafür auch aufkommen und die sich darum kümmern. Und zeigt ihn dann, wie er dann rumfährt, um Leute zu suchen, zu überreden, dann doch zur Beerdigung zu kommen. Und der Film nimmt dann ein überraschendes Ende, sagen wir es mal so. Du synchronisierst auch Trickcharaktere. Was ist die Herausforderung am Tricksynchron gegenüber Realfilm? Na, man braucht eine etwas ausgebildetere Reaktionsfähigkeit, weil man keine Ansätze sieht, wann jemand anfängt zu sprechen, weil es ja keine natürlichen Bewegungen sind. Ja, Reaktionsfähigkeit einfach und auch den Mut zu Übertreibungen haben. Was ist leichter, Trick oder Realfilm? Realfilm. Ist leichter. Weil organischer einfach. Sofern die Leute auch wirklich etwas natürlich spielen da. Es gibt Sachen, die sind dann nicht so leicht. Auch Torti aus Die Schlümpfe hast du gesprochen. Kannst du dich an die Aufnahmen erinnern? Oh ja. Gerade bei den Schlümpfen, da war es ja auch noch so, dass wir viel zusammen auch da waren. Am Anfang noch. Denn später, das liegt auch in der Technik begründet, war dann auch schon mehr, dass viele dann einzeln kamen und einzeln aufgenommen wurden. Aber da war es dann zum Teil noch so, dass wir dann quasi richtige Mengentage hatten, wo die gesamten Hauptrollen alle zusammen im Atelier standen. Das konnten dann schon mal 8 bis 10 Leute sein. Und da hatten wir viel Spaß bei.
Ist das Xen für dich eher ein Vor- oder Nachteil? Oh, Nachteil, furchtbar. Ich hasse das. Es ist, hat mehr von Fabrikarbeit als von künstlerischer Tätigkeit. Man hört den anderen natürlich nicht, man kann nicht mit ihm interagieren. Wo sich ja viele Dinge ergeben würden, indem man miteinander spielt, wo man dann viele Dinge einfach anders machen würde, indem man einfach reagiert. Und das findet ja einfach nicht mehr statt. Wie sieht ein typischer Synchrontag bei dir aus? Es gibt keine typischen Synchrontage. Es gibt Tage, da stehe ich mittags auf, fahre nachmittags für einen kurzen Termin irgendwo hin und habe dann Feierabend. Und es gibt Tage, wo ich dann von 9 bis 18 Uhr kreuz und quer durch Berlin fahre und die unterschiedlichsten Sachen mache. Welcher deiner Trickcharaktere ist dein Liebling? Da müssten mir alle einfallen, die ich gesprochen habe. Ja, die Schlümpfe waren schon recht spaßig, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten eine Serie, die hieß Teddy Ruxpin. Die fand ich eigentlich am niedlichsten, aber die kennt auch keiner mehr. Gibt es eine bestimmte Synchronarbeit, auf die du besonders stolz bist? Ja, stolz, aber wo ich sage, das war eine tolle Arbeit. Das war The Producers, Springtime for Hitler. Sehr obskures Musical, gab es in den 50er oder 60ern schon mal und dann gab es eben diese Neuverfilmung. Das war anstrengend, aber sehr spaßig, ja. Leidest du bei deinen Rollen mit? Oh, ja, wenn es gut gemacht ist, ja. Wenn es ein guter Film, eine gute Serie ist, dann schon. Es ist aber immer seltener der Fall. Dein Tipp für Nachwuchssprecher? Na ja, ganz viele. Erstmal anfangen mit einer Schauspielausbildung. Der Helmut Zierl, ein Kollege, den ich lange kenne schon, der hat mal gesagt, jetzt im Synchron kann ich das anwenden, was ich auf der Bühne gelernt habe. Und da ist was Wahres dran. Also man sollte schon den Beruf gelernt haben. Und wenn es dazu nicht gekommen ist, zumindest Sprech- und Atemtraining gemacht haben. Was machst du gerne, wenn du mal nicht am Mikrofon stehst? Na, hauptsächlich in letzter Zeit früher sehr viel Sport, das hat ein bisschen nachgelassen. Mittlerweile eigentlich fast nur noch Technik, Computer, ein bisschen basteln, sowas. Eine witzige Anekdote zum Schluss? Ja, aber das kann man nicht erzählen. Das sind Sachen, die kann man nicht erzählen.